Ja. Also sie meinte auch so zu mir, dass sie keinen anderen mehr lieben wird als ihn. Und guten Tag. Guten Tag, Frau Tahiri. Ja, bitte. Wir würden gerne mit Ihrem Mann sprechen. Aber warum denn? An einem Freitagnachmittag im April 2014 bekommen die Eltern von Julietta überraschend Besuch. Wir wollen unbedingt mit dir sprechen. Ich dachte, jetzt haben die das Haus verwechselt oder was weiß ich. Was kann ich für euch tun? Also, es gibt einen Grund zur Freude. Es geht um ihre Tochter, Julietta. Ja, mein Bruder hier und ihre Tochter lieben sich. Und jetzt? Jetzt wollen sie heiraten. Ihre Tochter und mein Bruder haben ein Verhältnis. Und dann waren wir baff. Was soll das denn jetzt? So ein Blödsinn. Was haben Sie denn dagegen? Die beiden lieben sich. Und allererste Frage an denen von mir war, habe ich gesagt, wisst ihr überhaupt, wie alt ist meine Tochter? 15. Sehen Sie? Sie ist 15. Sie ist 13. Was ist, wenn sie sich morgen in der Schule in einem anderen Jungen verliebt und wir hier das Eheversprechen geben? Das sagt mein Mann, nee. Wir leben nicht im Mittelalter. Ihr Sohn sollte sich eine Freundin in seinem Alter suchen. Und für dich gilt ab sofort Finger weg von meiner Tochter. Sagen Sie ihm das. Die ist ein Kind. Ich kann ja nicht jetzt eine Entscheidung nehmen für die. Es geht gar nicht. Julietta kann die Reaktion ihrer Eltern nicht nachvollziehen. Erlauben Sie sich eigentlich? Es ist Zeit für sie, noch in die Schule zu gehen, zu spielen, mit seinen Freunden rauszugehen und nicht verloben und Hochzeit und zu Hause Schwiegereltern bedienen und ein Haus zu putzen oder sonst irgendetwas. Das passte nicht zu meinem Kind, zu uns. Kind, wieso hast du uns das nicht erzählt? Ist es dir so ernst mit diesem Jungen? Ich bin schwer enttäuscht von dir. Das einzige Wort, den ich gesagt habe, Julietta, du hast mich heute sehr enttäuscht. Und darauf hat sie wirklich geheult, wo ich diesen Wort gesagt habe. Das hat sie sehr mitgenommen. Ich vertraue dir nicht mehr. Da ist die Treppen hochgelaufen. Und dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Die hat sich in ihr Zimmer eingeschlossen und das war's auch. Julietta, wir müssen reden. Was hast du dir da bloß in den Kopf gesetzt? Ich will mit ihm zusammen sein. Wir wollen heiraten. Das geht nicht. Du bist erst 13. Er ist viel älter als du. Ja, 20. Ja, eben. Ja, hast du ein Problem damit? Allerdings. Gib mir das Handy. Du hast Hausarrest. Du kommst hier nicht raus. Weißt du da eigentlich, was du uns damit antust? Dann habe ich ja gefragt. Wie stellst du dir das vor? Und da war ich wirklich schwer zu sagen, auch ein bisschen laut. Und da war die ganze Zeit am Weinen. Die Eltern haben keine Chance auf eine Klärung der Situation. Julietta sucht Trost bei ihrer ein Jahr jüngeren Schwester Xylietta. Was ist los? Ich muss dir was erzählen. Du darfst aber niemandem sagen. Ja klar. Versprich es. Was denn? Und da hat sie gesagt, ach nix, nix. Und dann hat sie gar nichts mehr gesagt, sondern hat sich einfach nur schlafen gelegen. Egal, ist nicht so wichtig. 6 Uhr morgens am nächsten Tag. Julietta hat über Nacht eine Entscheidung getroffen. Dann habe ich das Fenster aufgesehen und da habe ich natürlich rausgeguckt, was da ist. Und dann habe ich auch gesehen, wie sie die Tür aufgemacht hat vom Garten und ist einfach ganz schnell weggerannt. Julietta! Morgens hat sie ein kleines Brief hinterlassen. Darauf steht, Mama, Papa, ich habe euch sehr enttäuscht. Es tut mir leid, ich gehe von zu Hause weg und ihr werdet mich nie mehr finden. Die Mutter steigt sofort in ihr Auto und sucht ganz mechanisch nach Julietta ab. Ohne Erfolg. Der Verdacht war, die Familie, die da bei uns waren, Tag vorher, die mussten ja was wissen. Oder ist sie bei denen? Ist meine Tochter Julietta vielleicht bei euch? Sie ist bestimmt da, bei euch. Ich will mit meinen eigenen Augen sehen, ob sie dort ist oder nicht. Bitte, geben Sie mir die Adresse.
In Köln treffen die beiden Familien aufeinander. Doch die türkische Familie versichert dem Vater nichts von dem Aufenthaltsort seiner Tochter zu wissen. Meine Tochter bei euch? Wir haben sie nicht. Wir können gern reingehen und nachschauen. Nee, ich glaube euch kein Wort. Die muss hier sein. Nein. Ich schwöre bei Gott, wir haben sie nicht gesehen und wir wissen nicht, wo ihre Tochter ist. Doch wo kann Lulietta sich aufhalten? Die Eltern sind hilflos. »36 Stunden später taucht Lulietta plötzlich verschmutzt und heruntergekommen bei der Polizei in Hürth auf, 30 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt.« »Setz dich erstmal hin. Möchtest du einen Tee?« »Barfuß, ungepflegt, ungewaschen und gab dort an, sie wäre von zu Hause weggelaufen, nach einem Streit mit den Eltern und es habe auch Gewalt gegeben.« Ich brauche ihre Hilfe, bitte, ich brauche ihre Hilfe. Sie hat es erstmal behauptet, der Vater hat mich geschlagen. Meine Eltern, sie haben mich geschlagen. Ui, gerade der Vater, das hat meine Mama sehr mitgenommen. Das Mädchen hat sie, wusste nicht, was zu sagen soll. Die war zu viel beeinflusst. Ich weiß nicht, was da abgelaufen ist. Sogar selber habe ich gesagt, direkt zu Jungen.